Und alles bekommen? Ja, aber brauchten Sie nicht auch ein Handy? Ah, Sie, okay. Dann habe ich aber falsch verstanden. Ah, okay. Jetzt. Entschuldigung? Entschuldigung. Ja. Hier. Wo denn genau? In die Deutschland? Ja, genau. Oh, soll sehr schön da sein. Okay. Habe ich schon viele. Aha. Ja. Aber ja, Bergisch ist auch mal cool. Oh. Ja. Ja, mit genug Wein immer. Sie wissen schon, wie man das bedient, oder? Nicht ganz. Ich bin neu in dem Geschäft. Im Geschäft mit einem Telefon? Ja. Okay. Da, wo Sie herkommen, gibt es keine Telefone? Da steckt man sich eigentlich Nummern so zu. Die schreibt man nicht im Handy auf. Was stecken Sie sich? Die Nummern so zu. Ach so. Hast du gerade nach meiner Nummer gefragt? Bitte? Okay. Dieses Handy. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja. Was haben Sie denn für ein Problem? Ja? Ich nehme das vom Tisch. Vom Tisch? Ja. Jetzt hat das so einen Anstand, den Anschein. Sie, warum stottern Sie denn so? Ja, weil Sie mal näher kommen. Achso, Entschuldigung. Ich meine, wir können doch gleich zu mir fahren. Bitte? Ja, warum kommst du denn eher? Ich wollte nur auf Ihr Handy gucken, weil Sie Hilfe brauchten. Wie hieß du nochmal? Dein Ernst jetzt? Mit L, ne? L wie Liebe, ne? Kannst du dir meinen Namen nicht merken? Ich schreibe mir gerade mal auf. Warte mal. Du schreibst ihn dir auf, weil du ihn dir nicht merken kannst? Mhm. Ist das nicht ein bisschen peinlich? Ich bin ja älter, das erklärt einiges. So. Achso, sie müssen sich alle Namen irgendwie aufschreiben? Am Bumsen in dem Laden oder was ist mit ihm denn los? Das ist Ali. Was ist denn mit ihrem Telefon? Wenn sie das so nach oben ziehen, dann haben sie doch volle Sicht da drauf, oder nicht? Und dann? Ja, und dann? Ja, was ist denn ihr Problem? Steckt man das normalerweise in die Tasche. Ja? Und da drücken sie einfach nochmal das kleine Tästchen und Sperre und dann wieder in die Hose. Ziehen sie es doch nochmal hoch. Was? Mach ich die einfach nochmal hochziehen. Was soll ich hochziehen? Wie man was hochzieht? Ich kann höchstens was ausziehen. So. Sie müssen das hochziehen. Ziemlich große Klappe dafür, dass Sie so eine Kleinigkeit nicht hinkriegen. Dafür kriege ich andere Sachen sehr gut hin. Oh, da ist die große Klappe wieder. Mhm. Haben Sie es jetzt geschafft mit Ihrem kleinen Team? Nein, habe ich nicht. So wie Sie es rausgeholt haben, so tun Sie es einfach wieder rein. Ja, nee, natürlich. Sicher, dass Sie ihm... Chat, ich krieg gerade die Krise. Ich krieg gerade die Krise. Raus, gleiche Taste, rein. Und dann macht er diese Schreibbewegung. Brauchen Sie erstmal einen Kaffee. Was brauche ich? Einen Kaffee vielleicht? Ich brauche vielleicht was ganz anderes. Eine Dusche? Auch, ja. Neue Unterwäsche? Deine Dusche, wie groß ist die? Gut, dass Silvia kommt. Ich kann hier auf ihr kleines Handy noch mal einen Blick werfen. Silvia, der kommt mit seinem Handy nicht zurecht. Wie, der kommt mit seinem Handy nicht zurecht? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Irgendwie kriegt er das nicht in seine enge Hose rein. Weißt du, was ich meine? Aber hat er sich wieder so ein großes Handy geholt? Das Sony Ericsson, was sie gibt. So. Ja, dann müsste es eigentlich... Können Sie das Problem vielleicht mal ein bisschen genauer erläutern? So, pass auf. Das kommt mir so vor, wenn ich das in die Hand nehme, dass das ziemlich an meiner Hand klebt. Als wenn der Vorbesitzer da irgendwie Schmuddelkram mit gemacht hat. Oder sie.
Natürlich nicht. Ich bin ein anständiger Boy. Boy. Oh Gott. Der ist mindestens Mitte 40 und nennt sich Boy Silvia. Mhm. Irgendwas geht da ganz schön. Ja, ich glaube, der kriegt das mit dem Alter nicht so gebacken. Es gibt doch keine so welche, die sind der Meinung irgendwie, sie sind noch gerade am Anfang 20. Ja. Vielleicht sollte mal jemand darauf hinweisen. Haben Sie es jetzt mit Ihrer klebrigen Hand hinbekommen? Nein. Entschuldigung, Herr Integrierter. Ja, der kann bestimmt helfen. Ich kriege eine Pimperlippen hier. Aber was hat der Boy denn für Probleme mit seinem Handy? Ja. Ja, klebrige Hände hat der. Ali, pass mal auf. Ja. Handy genommen. Sony Ericsson. Ja. Klebt mir irgendwie in den Händen. Ich kann da drauf, ne? Gucken von vorne, ist nichts verschmiert, alles sauber, glasklar. So, ne? Dann möchte ich mir das in die Tasche stecken. Ja. Ne? Auf dem gleichen Weg, wie ich es von der Theke genommen habe, ne? Ja. Ja. Und meine Daumen hier, siehst du das? Ah, das scheint wohl immer wieder mit aus wie. Klebt der einen Daumen an die Handy fest? Ich glaube, ja, einfach seine Hose. Ich habe irgendwie einen Glibber an den Daumen. Wie lange hast du dich nicht gewaschen? Ja, vor der Zeit. Boah. Daran liegt es bestimmt. Nein, hast du schon mal generell mal in deine Kleidung versucht, mal reinzugucken? Also so in deine anderen Taschen? Ob du die Handy vielleicht in eine andere Tasche packen kannst? Ja, vielleicht, dass du eine ein bisschen größer ist. Da vorne scheint ja nicht so viel Platz zu sein. Ja. Oder ansonsten schmeiß mir mal die Handy hin zu. Oder nein, nicht schmeißen. Gib mir mal die Handy in meine Hand. So? Ja, gut, dass du mir jetzt das Handy gegeben hast. Du wolltest doch meine Nummer haben, oder? Das ist ja auch gut. So, und dann gib du mir am besten mal die Handy wieder zurück, weil vielleicht klebt das dann nicht mehr. Okay. Nee. Immer noch nicht. Nee. Oh, Scheiße. Aber dafür kleben jetzt meine Hände so ein bisschen. Das ist ein bisschen riecht's auch. Ich geh mal kurz. Zeig mal. Ich geh mal kurz hier. Da, guck. Vorne nochmal zur Theke, ich komm gleich. Oh, das riecht aber nicht unbedingt nach ihm. So. So, mal gucken. Dieter. Konntest du klären? Ja. Das. Ich. Werde mein Handy mal jetzt langsam aus der Hose ziehen. Okay. Aber nur die ganz Handy, langsam. Ja? Nur ganz vorsichtig. Und jetzt schiebe ich es ganz langsam wieder in meine Hose rein. Oh. Ah. Warum wird deine Stimme dabei so klingen? Ja, weil, wenn ich das reinschiebe. Oh Gott, ja. Komm, gehen wir. Okay. So. Ja. Komm, Ali. Ja, ich komme. Was? Sie gehen ja bestimmt nach vorne, da haben sie schon eingesessen, ne? Du kannst auch gerne vorne sitzen. Oh nein, danke, Sie haben da ja gesessen. Okay. Oh. Fenster kaputt gemacht. Ja, Fenster ist immer um. So, Kleidung, ne? Ja. Oder hast du gerade irgendwie Hunger, Durst? Nee. Noch nicht. Da hat er aber lange überlegt. Ja, manchmal muss ich, doppelt denken? Um Sätze verstehen, ja. Das ist manchmal schwierig, ja. Also ich glaube, da, genau, hier der Ponzombies. Da ist euer, die nächste Kleidungsladen. Also, shoppen. Ja, das shoppen mal gesagt. Das ist aber ein kostspieliger Laden, so wie es aussieht. Ja, wir können auch zu die andere, nächste Laden fahren. Ja, würde ich sagen. Ja, kein Problem. Das machen wir. Wir müssen mal die Läden ein bisschen abfahren, weil ich kenne mich selber noch nicht so gut hier aus. Das ist kein Problem. Oh, okay. Oh. Ja. Jetzt ist die nächste Scheibe auch kaputt gegangen. Brauchen Scheiben. Ja? Ist ja nur geliehen, das Auto. Finde ich schlimm. Ja, eben. Kommt später in die Werkstatt und scheiß drauf. Ja, du bist bestimmt hauptberuflich Mechaniker, Ali, ne? Nein. Nee. Nein, momentan arbeitslos, aber ich will zur Polizei. Oh. Ja, der will Polizist werden. Ja. Ja. So wie damals. Und was macht ihr beruflich? Ja, ich habe mal eine Zeit lang Steine geklopft, aber das ist schwere Arbeit. Ja, das sieht man an den Arm. Ich hab die Mauer auf Haus, pass auf. Ach, das ist auch so ein teurer Laden, meine Fresse. Egal, wir fahren zu den nächsten Laden. Ne, da waren wir. Ah, fahren wir mal da hin.
Ich fühle mich gerade richtig sicher. Ja, ne? Ja. Ja, mach ich. Sie fahren super. Mag schön. Ja. Ich übe schon mal für Streife fahren. Was soll ich da üben? Ja. Ja, das ist klar. Ach. Ich glaube, die Polizeiautos sind sowieso ein bisschen anders. Ja, sind die stabiler? Nee, aber ich glaube, die Fahrverhalten ist ein bisschen anders. Und du, Ali, willst Polizist werden? Das ist richtig, ja. Warum? Und fährst du mit 100 durch die Stadt? Was ich als Zivilist mache, ohne dabei erwischt zu werden, ist ja eine andere. Oh, also. Ja, ja, das ist wieder andere. Man legt sich dazu, wie man es haben will. Ja, natürlich. Ja. Da ist er plötzlich wieder Türke, ne? Was? Ah, guck mal, hier ist die andere gute Lage. Ah, okay. Oh, warte mal, gehen wir auf den Parkplatz. So, da sind wir. Schön. Danke. Ja, nicht dafür. Kannst du schwur gehen? Warum? Nur so. Ich will deinen Hintern sehen. Lokandi, wie geht's dir? No, dann geht doch mal einkaufen, ich war nie groß. Ja, Problem. Ali? Ja? Wo ist der Bankautomat? Oder kann man nicht mit Karte zahlen? Du kannst ja auch mit Karte zahlen, ja. Okay. Hast du denn überhaupt genug auf die Karte? Gib's mal her. Oder? Ja, deine Karte. Du kriegst meine Karte nicht, aber warte. Hier, steck dir da mal was in die Tasche. Bitteschön. Oh, danke, Ali. Ja, gern. Und du kanntest meine Mutter, oder? Ja. Du? Ich kannte deine Mutter so an sich sehr, sehr gut. Aha. Sind immer recht gut klargekommen. Innen drin oder außenrum? Nee, nur außen. Nur außen. Mhm. Innen wollte ich nie. Also. Deine Mama hat sich nie gewaschen. Hat sie nicht? Nein, nie. Also. Die hat mir meine alte Ford Mustang, ich hatte eine Ford Mustang GT 500, ja. Die hat mir immer die Sitze verklebt, weil die auch eine so kurze Rock anhatte. Oh. Da ist sie kleben geblieben, immer, weißt du? Ja. Also ich habe nur von einem Job, die ich heute gemacht habe, ein bisschen Bargeld in die Taschen. Aber sonst geht alles hier mit die Karte. Was für ein Job? Ja, ich habe ein bisschen Gold geschürft. Ja, natürlich. Gold geschürft. Ja, was soll ich denn sonst gemacht haben? Wo schürft man denn hier Gold? An die Goldfluss. Am Goldfluss? Hm. Hört sich interessant an. Ja, ist auch sehr interessant. Lernt man verschiedene Leute kennen. Aber Schürfe, Dieter, was? Ja, zum Beispiel. Man kann auch Erdbeer pflücken. Also es gibt viele Möglichkeiten hier. Braucht man zum Goldschürfen Sieb und eine Schaufel, oder? Da reicht sogar wohl nur eine Spitzhacke. Aber für die entsprechenden Utensilien, die kriegt er alle im Baumarkt. Du willst Polizei? Das ist richtig. Und muss man sich da bewerben, oder? Ja, du musst einen medizinischen Test machen, inklusive Sporttest und Psychologietest. Okay. Ja, dann schreibst du ganz normal deine Bewerbung und dann guck mal, ob das halt klappt, ne? Mit Vorstellungsgesprächen und alles. Ob du auch geeignet bist. Ganz genau. Okay. Na, Dieter, willst du auf den richtigen Pfad der Tugend oder warum fragst du? Ja, der will vielleicht wissen, ob er geeignet ist. Auf welchen Pfad? Ich kenne nur einen Pfad und das ist nicht der Tugend. Und der wäre? Erzähl ich dir gleich. Ach so. Na, wahrscheinlich der Pfad, der immer mitten reingeht. Ach, Ali. Ja, bitte. Ja? Er ist so integriert. Ach, guck mal, Polizei ist schon hier. Ja, ich glaube, die Party ist in vollem Gange. Na, suchen wir mal kurz einen Parkplatz. Parkverbot, scheißen Deck. Ist doch einfach stehen. Nee. Hier rein, fertig, raus. Ja. Oh! Ah. Ali. Alles gut, Ali. Was denn?
Hast eine große Familie, viele Mechaniker, ne? Es gibt Dinge, die habe ich vielleicht durch meine Sonnenbrille nicht unbedingt gesehen. Dann zieh sie doch mal aus. Ja, es ist dunkel draußen. Soll ich. Nein, ich will mich jetzt nicht ausziehen. Achso. Später. Okay. Okay. Ja. Vielleicht Kaninchenaugen. Was für Kaninchenaugen? Ist deine Freundin Single? Kaninchenaugen. Silvia, bist du Single? Ja. Okay. Ja? Ja. Kann ich ja mal kurz. Wo fährt der denn hin? Ach ja. Wo haben sie dich laufen lassen? Mich? Wie haben sie mich laufen lassen? Na, ich meine nur. Ganz normal. Ali. Ali. Ali? Ali? Elvi Liebe? Dann auf ins Getümmel. Hallo? Ja. Hallo? Ah. Hallo? Ja. Ah, Ali. Ja. Wir warten auf Ali. Ja. Er sagte, wir sollen kommen. Ja, aber irgendwie. Was? Hat er, glaube ich, gerade Baumprobleme. Was hat er? Baumprobleme. Ja, kennst halt nicht die Menschen, die diese Bäume umarmen, um glücklicher zu werden. Ah, da haben sich ja zwei gefunden. Ist das Oberteil neu? Ja. Okay, ziemlich zerknittert, ne? Finde ich eigentlich nicht. Soll ich mal drüber bügeln? Ich glaube, du hast nichts, was heiß genug dafür ist, aber komm. Meinst du? Ja, wollen wir nicht auf Ali warten? Ja, eigentlich schon. Wir warten also auf Ali, ich weiß, ne? Manche Sachen sind ein bisschen komisch, aber Ali steht hier. Wo? Hä? Ja. Ah, der geht da hinten. Ja. Oh. Trägst du normalerweise eine Brille vielleicht? Bitte? Ob du sonst eine Brille trägst? Kommt drauf an, wie scharf ich sehen muss. Also bei dir habe ich jetzt keine Brille nötig. Keine Lust mehr auf Smoker? Nee, momentan nicht. Nee, nee. Ja. Muss man lang? Ja, weiß ich nicht. Wo muss man lang? Hier? Nee. Da? Guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo? Durchlaufen? Ja, ne? Wir haben auch nichts dabei. Was? Okay. Wir können durchlaufen. Okay. Ich glaube eher nicht so. Was? Ist das eine komische Party? Keine Ahnung. Ist das eine Sturmparty oder so? Müssen wir das so machen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin gerade auch nicht. Müssen wir uns hier hinstellen, so? Hallo. Ali? Ali! Ich schau dem gleich eine rein. Ali! Schrei doch nicht so. Achso. Da, Türke. Türke. Ach, ja, jetzt höre ich dich. Jetzt, ja, 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 ich auch. Ich hab so das Gefühl, es könnte vielleicht ein Problem mit die, sagen wir mal, Stimmen geben, weil die Disco zu laut sein könnte. Okay. Okay. Ja, dann gebe ich das mal so weiter, weil wir, die haben alle dieses Problemchen.
Okay, wenn wir das ruf mich an, ne? Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber irgendwie würde ich gern, dass du mit reinkommst. Warum? War schon Sehnsucht, das ging mal schnell. Nein, das ist nur nicht so geheuer. Ach so. Du scheinst halbwegs leicht zu gucken. Was tue ich? Sehen könnte. Ja, schauen. Könntest du ein Auge auf uns werfen? Ich habe meine Augen jetzt schon auf dich geworfen. Ja, komm. Ali, komm. Ja, ich glaube, das ist ein TS-Problem oder so, ne? Glaube ich jedenfalls. Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Aber es macht mir gerade schon Spaß, muss ich sagen. Doch, hier ist es zwar nicht mein Gebiet, aber ich werde es trotzdem dazu. Einfach du selbst sein, ne? Ja. Weil der Dylan hat der TS immer Probleme. Ey. Hast du gefährliche Gegenstände bei dir? Ja. Möchtest du jetzt sehen oder später? Oh, bist du immer so? Nee, wie bin ich denn? Ich bin direkt und spontan. Oh, okay. Ali. Onkel auf Heidelberg, Dankeschön für 25. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. ja. Ja? Guten Abend. Hallo. Ali. Insel, du Schwerverbrecher, ich krieg dich. Ja. Wollt ihr jetzt nicht mal mit mir reden? Was? Ali? Warte, ich regel das. Oh, die Flauschigen oder die Kratzigen? Man nimmt grundsätzlich die Flauschige, warte. Halt dein Maul. Ruhe, mit dir redet keiner. Ist mir doch egal. Echt mal, halt die Flauschige. Das ist unhöflich, sich einfach in jetzt ein Gespräch einzuschauen. Das Problem ist, dass manche Leute meinen, wir würden schreien. Ach du Scheiße. Ja. Das ganz läuft hier jetzt gerade. Ja, darum gehen wir gerade an die frische Luft ein bisschen. Okay. Ich geh mal kurz lang. Okay. Ich würde den Flaschigen nehmen, das hast du nur fertig. TS hat heute extreme Probleme auf Unity, sei froh, dass ihr reden könnt. Shepard war isoliert. Echt jetzt? Ja, das ist dann blöd, ne? Aber woran liegt sowas? Oder was kann die Ursache sein? Kennt sich jemand damit aus? So. Hallo? 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 Ja? Ja. Ah, okay. Vielleicht gehen wir andere Straßenseite, vielleicht ist er besser. Ja. Liegt das an der hohen Spieleranzahl? Ist das wirklich so? Ursache ist Grün, der keinen Bock auf GTA-AP hat und sabotiert. Nee, Grün unterstützt das alles. Das ist ja ein Zapgeschenk. Wie viel der heute rausgeballert hat? Totti. Junge, ne? Kuss auf die Nuss, Grün, ne? So. Deine Freundin redet nicht? Hallo? Ich glaube, die ganze Straße ist so ein bisschen versmockt. Hallo? Oder? Ja. Hallo. Ah. Jetzt, gut. Ein bisschen smockig, ne? Sehr smockig. Ja. Ja. Das liegt, glaube ich, an der Ansammlung der vielen Menschen hier. Was mit deiner Freundin? Die, ja. Wünsche einen schönen Abend. Die denkt gerade nach. Okay. Mhm. Du bist schon eine Hübsche, ne? Ist das so? Mhm. Sehe ich so. Ja. Und das alles ohne Brille? Ja. Nicht schlecht. Wo geht die jetzt hin? Vielleicht muss er pinkeln. Oh Gott, der arme Rasen. Kannst du aufhören zu gucken? Was? Ja, ich muss eigentlich gucken, wenn sie pinkeln geht. Die war da gar nicht pinkeln. Wie heißt die nochmal? Silvia. Silvia, wie ist es? Was? Was? Sie hat gut abgetanzt. Gut abgetanzt? Ja. Ja, nur die Musik war so laut, ich hatte einen Ohrwurm. Also, ja, die Musik war so laut, du hattest einen Ohrwurm. Ja, so ein Sausen im Ohr. Das heißt, ein Sausen. Ja, das ist auch kein Ohrwurm,
Ich habe gesehen, wie ihr den Mund bewegt habt, aber ich habe nichts mehr gehört. Das ist ein Ohrwurm. Die Musik war so laut, ich hatte einen Ohrwurm. Ja. Das darfst du keinem erzählen hier. Ja, kennst du das nicht, wenn du. Nee, kenn ich nicht. Nee. Wurm im Ohr hast, deshalb hörst du nichts. Ich hol mal zum Ohrenarzt hier an deiner Stelle. Möchtest du mal die Würmer ziehen lassen? Ja, vielleicht hat sich da ein Parasit reingesetzt. Ja, nee, das war bestimmt von der Lautmusik. Ach, ja. Ja. Bestimmt. Diese Lautmusikwürmer, kennst du Lautmusikwürmer. Lautmusikwürmer. Es wird immer seltsamer. Ja. Ach, ja, das war schon mit dir. Was? Hm? Ja. Was mit Ali? Ali ist kurz reingegangen, gucken, was da los ist. Aber ich glaube, der wird gleich wieder rauskommen, wegen den Verständigungsproblem. Du meinst wegen den Ohrwürmern? Wegen den Ohrwürmern, ja. Ja. Parasitenbefall. So, was hast du jetzt vor? Du weißt gar nicht, was du machen willst in Zukunft? Nee. Was hast du vorher gemacht? Du hast das noch nicht gesagt. Doch, hab ich. Was hast du gesagt? Daraufhin hast du mir einen Blumenstrauß geschenkt. Ach, Floristin war das, ne? Floristin, ne? Ja. Ja. Und du? Richtig. Silvio, was hast du gemacht? Ja, noch nicht allzu viel. Ich sag ja, ich hab hier, als ich hier hingekommen bin, angefangen, so ein bisschen Steine zu kloppen, aber das ist viel zu viel Arbeit, zu schwere Arbeit. Gerade für einen jungen Mann wie dich, ne? Ich bin kein Junge, ich bin Frau. Ach, du bist eine Frau? Ja. Oh. Vorhin hast du noch gefragt, ob sie Single ist. Ach so. Ja, komisch, ja, ach ne? So. Mhm. Aha. Das ist eine gute Freundin von dir, oder? Ja, ich kenne ihre Füße in- und auswendig. Sie kennt meine Füße. Ihre Füße? Ja. Mhm. Darf ich fragen, warum du ihre Füße in- und auswendig kennst? Ja, sie hatte ganz viele Probleme mit ihren Füßen, da habe ich ihr geholfen. Jetzt übertreib nicht, so schlimm war es auch wieder nicht. So Pilz oder so weit? Nein. Ja, was denn? Krumme Zehen oder was? Was? Nein. Ist vielleicht der Zeh neben dem dicken Zeh größer als der dicke Zeh? Was? Nein. Sicher? Was? Ja, ein bisschen. Aber nicht viel, das fällt gar nicht auf. Meine Füße sind schön? Ja, die sind wirklich schön. Zeig mal. Ja? Hallo? Ja, was? Soll ich schon die Schuhe ausziehen? Da kommt Türke. Ja, sie hat mir die Füße gemacht. Ja, ich habe ihr die Füße gemacht. Sie hatte sehr viel Bohrenhaut drauf und jetzt übertreib die sah nicht mehr gut aus. Und dann habe ich gesagt, ich mache ihr das. Und Ali? Hä? Ja, ist eine gute Party. Aber, ne? Ja. Ja. Musik sehr laut, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und die sind alle winken wie die Queen, ne? Das ist so richtig. Ich dachte, es wäre ein Geheimcode. Ja. Hä, für was? Weiß ich ja nicht, ist ein Geheimcode. Ja. Also, Ali, muss man, wenn man zur Polizei gehen will, unbedingt eine Bewerbung schreiben? Ja, das auf jeden Fall. Und du brauchst halt MPU. Was ist denn das? Was? Eine medizinisch-psychische Untersuchung. Ja, das schaffst du nicht. So, Dieter, da sieht schon schwierig aus. Das sieht aber nicht schwierig aus, du kennst mich doch gar nicht. Das wird wohl so. Naja, das, was ich heute von dir gesehen habe. Was hast du von mir gesehen? Das Wichtigste habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Ja, meinst du, damit kommst du weiter bei der Polizei? Ich glaube kaum. Ja. Meinst du nicht? Also, kannst ja mal die probieren. Knarre wird dir bei der Polizei nicht viel weiterhelfen. Welche Knarre? Die Knarre, das kommt drauf Hose an, wie der Chef ist. Geh doch einfach mal rein, pack sie auf den Tisch und frag nach. Ja. Echt? So. Ja? Hier bin ich. Hier bin ich. Ich bin Dieter. Ich bin Dieter. Klatsch. Hier ist meine Karte. Ich bin Dieter, ich bin bereit. Genau. Na, und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Scheiße. Ja. Habt das euch enthaut, ne? Man kann sie mal versuchen. Ja, die jungen Damen hier wissen ja auch noch nicht, was sie machen sollen, ne? Nee, noch nicht genau. Nee, noch nicht so richtig. Ja, wir können ja mal zu die Pool fahren. Zum wem? Die, ja, in der Nähe, wo ich wohne, auf dem Gelände ist ein Pool. Ja. Da können wir hinfahren oder so. Und dann? Keine Ahnung. Pass mal auf. Die Damen wissen auch noch nicht, was sie machen sollen. Wir können ja mal zum Pool fahren. Ja. Man kann eine Runde schwimmen gehen oder so. Oder wie? Also? Was denn sonst? Was das ist ziemlich direkt da, Ali, ne? Dann hätte ich gesagt, wir können Pool bumsen. Bitte? Was? Ja, wenn ich so direkt ist wäre. Ist ja schön und gut, aber doch nicht so schnell. Also, ja, die Silvio wäre schon mit dabei, ne? Muss ja aber was Zeit lassen, ne? Ja, nicht so schnell. Nicht so schnell, ja. Ich kann auch lassen, ja. Das ist kein Problem. Ja.